Guten Morgen da draußen. Ich muss mal so machen. Ich weiß, der Ton ist nicht so geil hier. Liegt aber am Handy. Der Scholz war ja gestern auf einer Präsentation in Leipzig. Und da hat er sich mal so richtig durchgesetzt. Er wurde von Aktivisten, so laut Medien, ausgebuht. Zu diesem Zeitpunkt ahnt der Kanzler sicher noch nicht, dass mehrere Krawallmacher im Publikum sitzen. Leipzig, der Kanzler tritt ans Mikro. Das war eigentlich klar. Also natürlich war es klar. Der Scholz, egal wo er hinkommt, er hat immer mit Widerstand zu rechnen. Auch wenn letztes Mal hieß, ja, der Scholz, der steigt wieder in der Wählergunst. Pustekuchen, das glaube ich nicht. Diese Worte einer Aktivistin gleich zu Beginn sind die einzig wirklich verständlichen. Der Rest ein Schwall an Kritik. Offenbar geht es um den Nahostkonflikt. Zuerst lässt der Kanzler sich nicht beirren. Doch als der Radau nicht aufhört, hat Scholz irgendwann die Faxen dicke und reagiert. Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Hört auf zu brüllen. Da merkt man erst mal, wie durchsetzungsfähig der Kanzler Scholz ist. Also ich bin ja der Meinung, wenn du Kanzler bist, Führer der Nation, dann solltest du auch ein bisschen mehr Biss und Eier haben als das. Also, weiß ich nicht. Das war, als wenn eine Schlaftablette sagt, sei jetzt ruhig. Was soll das? Ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu. Schluss. Die Gewalt im Nahen Osten, sie holt den Kanzler vor seiner Haustür ein. Uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen, nicht die Macht des Geschreis. Also in Leipzig führen Worte ein zusammen. Ist das nicht so, dass da ganz oft die Antifa, die ganzen Links autonom demonstrieren gehen und schreien? Haben die nicht sogar auch eine Polizeistation angegriffen? Stimmt, die wollen ja nur reden. Ein weiterer Aktivist macht Krawall. Der Störer wirft der israelischen Regierung Völkermord vor. So berichten es Zeugen, die in der Nähe sitzen. Er wird von Ordnern abgeführt. Schon auf dem Vorplatz der Messehallen deutete viel darauf hin, dass es nicht entspannt werden könnte. Aktivisten stehen schon zum Beginn der Eröffnung mit antisemitischen Plakaten und Bannern, auf denen sie Deutschland eine Mitschuld am Konflikt im Gazastreifen. Und das, wo doch der in Leipzig ausgezeichnete israelische Philosoph Omri Böhm sich für ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt, einen binationalen Bundesstaat fordert. Scholz blieb vor allem innenpolitisch, warnte vor Spaltern im Land, die Intoleranz und Ausgrenzung predigten und bekannte sich dazu, gern und viel zu lesen. Ja, der Scholz ist wohl richtig beliebt bei allen Leuten. Ich verstehe zwar nicht, warum wir daran schuld sind, Deutschland, also ich zähle mich auch als Deutscher, bin ja stolz auf meine Heimat. Da frage ich mich wirklich, was habe ich denn mit Israel und mit Palästina zu tun, mit dem Völkermord? Also ich habe damit mal gar nichts zu tun. Und nur weil das irgendwelche Leute denken, dafür kann ich doch nichts. So, was die Regierung da oben macht, daran habt ihr und ich doch auch keine Schuld. Aber es ist leider so. Mir fehlen jetzt die ganzen Leute mit den Springerstiefeln und mit den Glatzen noch da. Laut Nancy Faeser ist doch die Gefahr von rechts. Da ist doch die Gefahr. Die habe ich jetzt aber gar nicht wahrgenommen. Gut Leute, schreibt eure Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.